Hallo Putti, hallo Erik, herzlich willkommen zum kleinen Interview. Ich beginne mal direkt mit der vergangenen Saison, also ein kurzer Rückblick. Es stand ja eigentlich schon relativ früh fest, dass es schwer wird für uns oder dass wir die Klasse nicht halten können. Stand für euch dann auch schon fest, dass ihr direkt in Meppen bleiben wollt oder kam das erst später? Also für mich persönlich stand schon relativ früh fest, ja, dass ich den Weg hier weitergehen möchte. Natürlich gehören dann auch immer Gespräche dazu und wie stellt man sich was vor, einmal Spielerseite, einmal Vereinsseite. Aber grundsätzlich stand für mich schon relativ früh fest, dass ich hier bleiben will, wobei die Hoffnung natürlich immer noch da war, dass es dann auch Liga 3 bleiben wird. Jetzt ist es anders gekommen und ja, ich bin froh, dass ich den Weg hiermit weitergehen darf. Wir hatten ja schon mal die Situation gehabt, dass wir das mit der Regionalliga gehabt hatten und deswegen war es damals für mich auch ein Herzensangelegenheit, dass ich auch für den Verein da bleibe. Deswegen war es für mich jetzt auch keine andere Option für den Verein, dass ich halt auf jeden Fall hier bleiben möchte. Und klar, wollte ich gerne als Spieler, aber jetzt als Trainer, Koordinator und sowas freue ich mich auf die neue Aufgabe und mir macht es bis jetzt ganz großen Spaß. Sehr schön, freut uns auf jeden Fall. Statt gemeinsam in der Kabine teilt ihr euch jetzt ein Büro. Die ersten Tage sind vorbei, auch die ersten Trainingseinheiten. Habt ihr euch bislang gut zurechtgefunden? Was ist genau der Unterschied zwischen Spieler und eurer jetzigen Aufgabe? Also die jetzige Aufgabe ist auf jeden Fall viel, viel zeitintensiver. Ob es jetzt Training vorbesprechen ist, nachbesprechen ist, mit dem athletischen Bereich, Physiobereich, mit dem Trainer. Also da gehört schon eine Menge zu, was auch das Auswerten betrifft und Rücksprache halten. Das ist schon viel, viel zeitintensiver, trotzdem eine Herausforderung, in den neuen Bereich reinzuschlüpfen und reinzuwachsen. Aber ich freue mich unheimlich drauf und der Rest macht die Zusammenarbeit auch unheimlich leicht und ich bin dankbar dafür, diesen Schritt jetzt, die ersten Trainerschritte zu gehen und freue mich auf das, was kommt. Ja, da kann ich mich halt nur anschließen, was Futi gerade gesagt hat. Für mich ist es auch sehr, sehr intensiv gerade, deswegen auch eine neue Aufgabe für mich und da musste ich mich erstmal ein bisschen reinfuchsen, zwecks Trainingsaufbau und allem drum und dran, Nachbereitung, Fragen, wie es den Jungs geht danach und Fragen, wie es halt in diesen Trainingseinheiten, was da für Auftakte sind und dass man das gut planen kann, allgemein für die U19, U23 dann halt, was es mit den Torwarttrainern dann halt anbetrifft, dass wir da halt eine gute Planung haben, dass halt die Jungs halt auch genügend Torwarttraining bekommen. Das ist dann halt meine Aufgabe, das Ganze zu koordinieren und dabei bin ich jetzt dran. Und wird auf jeden Fall sehr, sehr zeitintensiv, wie Putti schon sagte. Man merkt das halt. Es ist jetzt nicht mehr so, dass du als Spieler kommst. Das Training ist vorbereitet. Du kommst da, bist anderthalb Stunden, fährst wieder nach Hause und der Tag ist gelaufen. Und das ist dann hier schon anders, dass du dann halt die Nachbereitung hast, halt, austauschst mit den Trainern, wie es gelaufen ist, können wir noch verbessern. Und das ist jetzt schon anders. Aber wie gesagt, ich freue mich drauf auf die Aufgabe. Bin froh, dass der Verein mir das Vertrauen gibt. Und das möchte ich auch einfach weitergeben. Also ist es für euch schon ein guter 8-Stunden-Tag? Kann man so sagen, ja. Wobei, so richtig frei hat man nicht. Ne? Will man auch gar nicht, weil das lässt dann einfach nicht los. Und jetzt haben wir einen gewissen Neuanfang, wo wir alle zusammen im Verein anpacken werden und auch müssen. Aber das ist auch gerade eine Chance für uns alle. Und deswegen so richtig frei hat man nicht. Also man muss das schon 24 Stunden auch am Tag leben und ich habe ein gutes Gefühl und freue mich auf den Neuanfang. Ihr habt gerade auch erzählt, so die Zusammenarbeit mit allen, auch mit den Neuen jetzt oder mit Ernst, die ist schon intensiv. Also ihr tauscht auch euch täglich aus, richtig? Genau, also wir tauschen uns da täglich aus und auch mit der Jugend, U23, U19, U17. Also da wird weiter, wie es auch zuletzt war, eine sehr, sehr enge Zusammenarbeit gepflegt, weil gerade wir auch davon leben müssen, von den Jugendspielern, weil wir eine sehr, sehr hohe Qualität auch haben und den Weg werden wir auch gemeinsam so weitergehen. Sehr gut. Eure persönlichen Ziele, ich weiß, Putti, du hast jetzt Trainerlizenzen gemacht, du dürftest, glaube ich, auch, wenn ich richtig informiert bin, bis zur Oberliga selber trainieren. Genau. Wie sieht es da aus? Ist das auch mal ein Wunsch von dir, irgendwann vielleicht mal Cheftrainer zu werden oder bei Erik? Wie sieht es da aus? Bei mir ist auf jeden Fall, will ich jetzt die nächste Zeit den Trainerschein machen und danach wollte ich gerne dann so schnell wie möglich an die ganzen Trainerscheine halt durcharbeiten, die es halt gibt vom DFB halt
Und das ist halt in der aktiven Karriere relativ schwierig immer, weil halt dann die Trainingseinheiten dann halt immer mitten in der Woche sind. Und wenn du als gestandener Profi dann halt als Stammspieler bist und dann halt sagst, ich bin dann 3 Tage mal weg, ist das halt relativ schwierig in der laufenden Saison dann halt den Trainerschein zu machen. Aber das ist jetzt mein Ziel, das Ganze jetzt unter einen Hut zu kriegen und ja, ich bin guter Dinge dabei. Genau, meine Trainerlizenz, die B+, habe ich jetzt erfolgreich absolviert. Hatte ich einen sehr, sehr interessanten Kurs, unter anderem mit Sebastian Rode, Drechsler von Schalke. Also das war schon, war schon echt super, man konnte sehr, sehr viel mitnehmen. Nichtsdestotrotz will ich natürlich so schnell es geht meine nächsten Lizenzen machen, wobei ich jetzt erstmal natürlich die Praxis auch brauche, bevor ich dann zur nächsten Lizenz übergehen kann. Und ich bin jetzt weit davon entfernt, an irgendeinen festen Trainerjob zu denken, beziehungsweise Cheftrainerjob in meiner U13 habe ich weiterhin. Und ja, ich freue mich einfach von Ernst Middendorp sehr, sehr viel mitzunehmen. Ich glaube, die Erfahrung und davon kann ich einfach nur profitieren und da freue ich mich auf den täglichen Austausch und auch das ist ein langer Weg, man muss sich täglich weiterentwickeln, auch in der Trainerebene, was natürlich für mich jetzt nochmal was anderes ist als auf der Spielerseite, aber ich will täglich dazulernen und ja, dann gucken wir mal, was in ein paar Jahren ist, aber jetzt bin ich froh, dass ich jetzt im Hier und Jetzt lebe und muss mich da auch komplett drauf dann fokussieren. Das ist jetzt auch eure, ich sag mal, Anführungsstrichen, richtige Aufgabe als Spieler, wirklich nur, wenn Not am Mann ist, richtig? Das kann man so sagen, ja. Also wenn wirklich der Worst Case eintreten sollte, was wir nicht hoffen, aber dann sind wir auf jeden Fall da. Und aber unsere Hauptaufgabe ist erstmal das ganze Training zu koordinieren, die Jungs halt fit zu machen für die Saison und halt auch mal ein offenes Ohr für jeden haben. Genau, also einfach situationsbedingt dann gucken, falls es mal Einschläge gibt. Bis jetzt waren wir ausschließlich als Trainer dann aktiv und nicht als Spieler bzw. Torhüter. Und wenn es die Situation erfordert, dann ist es wieder was anderes. Aber aktuell ist der Stand so, dass wir komplett auf der Trainerseite sind. Alles klar, super. Das war's auch schon. Vielen Dank, dass ihr uns einen kurzen Einblick gegeben habt. Und alles Gute. Ja, danke.